بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt: Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein anbeten Diener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Friede seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, als Lehrer und Erzieher. Unser Prophet Muhammad war das Vorbild für die Menschheit in der erhabenen Erziehung und der guten Bildung. Er war ein barmherziger Lehrer, ein weiser Erzieher, der immer Güte wählte und auf schöne Weise lehrte. Besonders wenn der Gesandte Allahs, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte: Allah hat mich nicht gesandt, um hart zu sein oder Schaden zuzufügen, sondern er hat mich gesandt, um zu lehren und die Dinge leicht zu machen. Zitat Ende. Der Prophet sagte in einer weiteren Überlieferung: Wo es Güte gibt, verschönert sie gewiss ein Ding oder einen Mensch. Und wo sie fortgenommen wird, zieht sie ihren Glanz mit sich fort. Zitat Ende. Und wer die Biografie unseres Propheten gut liest, wird feststellen, dass er der beste Lehrer für seine Gefährten und für die gesamte Menschheit war. Auch war er der barmherzigste Mensch gegenüber der Schöpfung und der freundlichste Mensch gegenüber denen, die er lehrte und leitete. Muawiyah ibn al-Hakam, Allahs Wohlgefallen auf ihm, erzählte: Als ich einmal mit dem Gesandten Allahs betete, musste einer der Betenden niesen, woraufhin ich zu ihm: Yarhamukallah, Gott segne dich, sagte. Da warfen mir alle ärgerliche Blicke zu und ich wusste nicht, was denn los sei. Also fragte ich: Was schaut ihr mich dann so an? Daraufhin begannen sie, mit den Händen gegen ihre Schenkel zu schlagen. Als ich bemerkte, dass sie mich zum Schweigen bringen wollten, wurde ich still. Als der Gesandte Allahs das Gebet beendet hatte, kam dieser Vorfall zur Sprache: Mögen meine Eltern dem Propheten geopfert werden. Ich habe keinen besseren Lehrer vor ihm oder nach ihm gesehen, der besser gewesen wäre als der Prophet Muhammad. Bei Allah, er hat mich weder zur Rede gestellt, noch geschlagen, noch gekämpft. Er sagte, beim Gebet sollte kein Gerede zu hören sein. Alles ist dabei Lobpreis durch die Worte Subhanallah und Verherrlichung Allahs durch die Worte Allahu Akbar und Koran-Rezitation. Zitat Ende. In einer weiteren Überlieferung wurde so nach Abu Umama überliefert: Ein Jugendlicher kam zum Propheten, Allah Segen und Friede auf ihm, und sagte: O Gesandter Allahs, erlaube mir den außerehelichen Geschlechtsverkehr, Zina. Da gingen die Leute auf ihn los, rückten ihn und sagten: Was soll das? Was soll das? Da sagte der Prophet, Allah Segen und Friede auf ihm: Komm näher heran. Worauf er sich ihm näherte und sich setzte. Da sagte der Prophet zu ihm: Würdest du dies deiner Mutter wünschen? Da antwortete er: Nein, bei Allah, möge Allah mich dir zum Opfer geben. Der Prophet sagte zu diesem Jugendlichen weiter: Auch die Leute wünschen das dies nicht für ihre Mütter. Und fragte ihn: Würdest du es deiner Tochter wünschen? Der Jugendliche antwortete: Nein, bei Allah, o Gesandter Allahs, möge Allah mich dir zum Opfer geben. Der Prophet sagte weiter: Auch die Menschen wünschen dies ihren Töchtern nicht. Und er fragte ihn weiter: Wünschst du es deiner Schwester? Der Mann antwortete: Nein, bei Allah, o Gesandter Allahs, möge Allah mich dir zum Opfer geben. Der Prophet gab ihm denselben Kommentar und er fragte ihn weiter: Wünschst du es deiner Tante? Der Mann antwortete: Nein, bei Allah, o Gesandter Allahs, möge Allah mich dir zum Opfer geben. Der Prophet sagte wieder: Auch die Menschen wünschen dies ihren Tanten nicht. Da legte der Prophet, Allah Segen und Friede auf ihm seine Hand auf und sagte: O Allah, vergib ihm seine Sünde, reinige sein Herz und beschütze sein Geschlechtsorgan. Danach hat sich dieser Jugendliche nie wieder für etwas außerehelichen Geschlechtsverkehr interessiert. Zitat Ende. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten,
Allah segne und Friede sein auf dem letzten Propheten, seiner Familie und seinen Gefährten. Wer das Leben unseres Propheten, Allah segne und Friede auf ihm betrachtet, sieht, dass er aller Mühe gab, um den Islam zu verbreiten, die Menschen zum Islam einzuladen und seine Lehren mit den Menschen zu teilen. Dafür benutzte er verschiedene Arten der Kommunikationen und der Ermahnungen, je nach der Situation, um die Herzen, die Empfänger zu durchdringen und sie zum Glauben an den Islam aufzurufen. So befliegte der Gesandte Allahs, Allah segne und Friede auf ihm, in bestimmten Situationen die Sprache der Zahlen zur mentalen Annäherung zu verwenden. Er sagte so in einer Überlieferung: Wer immer die folgenden drei Eigenschaften besitzt, findet die Freude am Glauben, wenn seine Liebe zu Allah und seinem Gesandten stärker ist als seine Liebe zu allem anderen, wenn seine Liebe zu einem Menschen nur Allah gewidmet ist und wenn er den Rückfall zum Unglauben genauso verabscheut, wie er es verabscheut, ins Feuer geworfen zu werden. Manchmal wies der Gesandte Allahs, Allah Segen und Friede auf ihm, durch gebende anschauliche Beispiele an. In einem Hadith steht, das Gleichnis eines guten und eines schlechten Menschen im geselligen Beisammensein ist wie der Moschushändler und der Arbeiter am Blasebalg. Vom Moschushändler kannst du entweder eine Duftpuppe bekommen, etwas kaufen oder einen angenehmen Geruch finden. Was du aber von dem Arbeiter am Blasebalg erlebst, ist das, dass er entweder deine Kleidung verbrennt oder du bei ihm einen üblen Geruch findest. Zitat Ende. In weiteren Situationen verwendete der Gesandte Allahs die Methode, Fragen zu stellen, um den Empfänger zu begeistern und seine Aufmerksamkeit zu erregen. So sagte der Gesandte Allahs, Allah segne und die Friede auf ihm, zu seinen Gefährten: Wisst ihr, wer pleite ist? Die Gefährten antworteten: Pleite ist bei uns derjenige, der kein selber und kein Vermögen hat. Da sagte der Gesandte Allahs zu ihnen: Pleite ist jener von meiner Gemeinschaft, der am Tag der Auferstehung mit den Taten wie dem Gebet, der Zakat und dem Fasten ankommt, jedoch jenen beleidigte, diesen beschuldigte, das Blut einer Person vergoss und jenen schlug. Daraufhin gibt ihr diesem und jenem von seinen guten Taten. Wenn aber seine guten Taten zu Neige gehen, bevor alles vergolten wurde, so wurden die Sünden der anderen genommen und ihm aufgebürdet, woraufhin er ins Feuer geworfen wird. Der Gesandte Allahs, Allah Segen und Friede auf ihm, befliegte dabei die geeigneten Tage und Zeiten fürs Lehren und Anweisen auszuwählen, um den Geist der Menschen zu aktivieren und Langeweile von ihnen abzuwehren. Wie Abdullah ibn Mas'ud, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte: Der Prophet Muhammad befliegte immer sorgfältig eine geeignete Zeit für seine Ermahnungen an uns zu wählen, damit wir uns nicht langweilten. Wir als Lehrer und Lernende müssen unbedingt Moral, Ethik und Verhaltensweise unseres Propheten Muhammad, Allah segne und Friede auf ihm, nachahmen, um seine Botschaft zu verbreiten und seine moralischen Tugenden zu zeigen. Möge Allah uns Wissen und gutes Benehmen gewähren und uns dazu richtleiten, unseren Propheten Muhammad als schönes Vorbild in allen Bereichen des Lebens zu nehmen. Danke sehr. Assalamu alaikum wa rahmatullah.